und keiner darf überholen. So eine Scheiße hat man 204 PS unter der Haube und darf nicht überholen. Nehmen Sie die erste Ausfahrt. Jetzt den Kreisverkehr verlassen und dann fahren Sie eine 180-Grad-Kurve. Wenn möglich, bitte wenden, dann erreichen Sie Ihr Ziel. Wenn möglich, bitte wenden, dann erreichen Sie Ihr Ziel. Moin, wo soll man hin? Ihr könnt durch um die Kurve fahren. Ja, und euch dann, da hinten anstellen. Okay, genau. Gerne machen wir. Leben die anderen auch schon. Ja. In 100 Metern rechts abbiegen und dann rechts. Ach, die sind doch da. Komm, Max, wie soll doch direkt in die Luft? Wie viele Millionen stehen jetzt gerade auf dem Platz? Sonst glaubt dir keiner, dass du hier warst, ne? Ich bin gerade mit.
Den habe ich noch nicht aufgenommen. Hast du das Auto mit der Folie irgendwo auf einem Video? Nein, habe ich nicht. Hast du das nicht? Nee. Doch, hast du. Nein. Aber das ist dieses Auto, ne? Das eine mit der Folie. Es ist eins mit der Folie, aber nicht das, was ich schon aufgenommen habe. Können die mich, wenn die ganz, ganz hinten die Roller mal winken könnten, weil sie mich hören? Ja, geht das einigermaßen? Okay. Ja, da hinten, ich sehe nur... Blicke, die nicht ganz eindeutig sind. Könnt ihr mich ganz da hinten hören, liebe Coop-Fahrer? Ganz, ganz hinten. Winkt mal, wenn ihr mich hören könnt. Ja, doch, das geht. Wunderbar. So, hier. Ihr könnt mich sowieso alle hören. Die in der ersten Reihe, die bei den Worten. Da hinten kommen auch noch alle. Also alle herkommen. Dann sagen wir noch mal wichtige Infos durch. Keiner versteht, weil der Krach auf der Straße so laut ist. Herkommen bitte von allen Seiten. Es gibt noch mal eine wichtige Durchsage, die Auftaktkundgebung mit wichtigen Informationen. Also bitte gleich ganz aufmerksam zuhören. Alle herkommen, ich warte noch von der Informationsbande. Bitte alle herkommen, auch von der ganz hinten. Wir wollen starten. Los, los. Bewegt eure Beine. Knochen heißt das. Den Hamburger Schnack. So, die Busfahrer stehen alle schon bereit und die Elektroroller. Ach ja, ich sehe ihn, ja. Komm jetzt nicht hin. Das ist ein guter Fuß. So, alle bitte herkommen.
Damen, gibt auch wichtige Infos, auch von ganz hinten, ihr müsst es alle mitbekommen, ganz, ganz wichtig, es geht auch um die Sicherheit vor allem, ja, wir wollen ja alle sicher hier unsere Tour fahren. Es geht aber auch um Spaß. Womit hast du einen auf? So, Freibier gibt es heute nicht, das gibt es dann auf dem Urban Mobility Day, könnt ihr zu einem fairen Preis auch den Urban Mobility Day unterstützen. So, sind jetzt alle da von da hinten? Ja, bitte alle herkommen, es gibt wichtige Infos. Ich glaube, jetzt sind wir komplett, oder? Oh, ist ja geil, ey. So, seid ihr elektrisiert? Yeah! Vielen Dank, liebe Co-Roller. Vielen Dank, liebe Rollefahrer. Dankeschön. Ihr könnt aufhören zu hupen. So, jetzt gibt es schon mal die erste Info für heute. Und zwar ist das Motto der diesjährigen E-Mobility Parade 2019: So leise war deine Stadt noch nie. Und das gilt für alle. Das heißt, heute ist absolutes Hupenverbot. Jawohl! Also, wenn ihr vielleicht hier nochmal einen anderen Jahr mit einem anderen Motto machen oder in anderer Kombi. Aber wir wollen heute der Stadt zeigen und allen Berlinern und allen Touristen, wie leise kann so eine Stadt sein, wenn so viele Fahrzeuge durch die Stadt fahren. Leise, emissionsfrei und vor allem mit ganz, ganz viel Spaß. Das ist natürlich das Allerwichtigste heute, dass ihr alle unglaublich viel Spaß habt. Und das Wetter spielt ja wohl auch mit. Und erstmal möchte ich mich jetzt kurz mal bei allen bedanken. Und da könnt ihr auch für euch selbst applaudieren. Ich glaube, wir haben hier was Unglaubliches zusammen auf die Beine gestellt. Wichtige Infos. Und zwar geht es hier um das Thema Sicherheit. Also in erster Linie natürlich nochmal, wir können natürlich über Social Media posten. Das heißt also alle schön fotografieren, filmen und dann auch die sozialen Medien überall hochladen. Und am besten benutzt ihr überall den Hashtag E-Mobility Parade. Also kann man sich gut merken, ja? Hashtag E-Mobility Parade. Dann können wir das auch noch in der Auswertung danach mal durchgehen. Eigentlich hier dabei waren. Jeder hat vielleicht ein paar Fotos, ein paar Videos. Da würde uns unglaublich freuen. Außerdem natürlich jetzt noch mal ein paar ganz wichtige Infos. Es gibt das Führungsfahrzeug, das seht ihr hier. Das hat so eine gelbe Flagge oben auf dem Dach. Das ist das Führungsfahrzeug. Ja, ich wiederhole es vorsichtshalber, das alle mitbekommen. Das Führungsfahrzeug der Polizei hier in Gelb wird auf gar keinen Fall überholt. Das ist immer das Erste in der Parade. Genauso gibt es ein Schlussfahrzeug und das Schlussfahrzeug hat eine grüne Flagge. Also Schlussfahrzeug in Grün wird auch nicht sozusagen vor euch gelassen. Das heißt also, das muss immer das letzte Fahrzeug bleiben. Ja? Also auf gar keinen Fall Gelb vorne überholen und auf gar keinen Fall hinter das grüne Schlussfahrzeug der Polizei. Auch ganz, ganz wichtig, weil wir heute durch eventuell ein paar enge Straßen fahren könnten und es gibt nicht so super einfache Situationen manchmal, dass die Fahrzeuge also alle hintereinander bleiben. Bitte nicht mit den, Autos, mit den PKWs, bitte nicht nebeneinander. Alle hintereinander fahren. Die Roller, die ordnen sich auch ein bisschen schmaler hinten ein, also so, dass ihr nicht breiter als ein Auto seid. Also bitte so in Autobreite und bitte, bitte alle PKWs hintereinander wegfahren. Habt ihr das verstanden? Ja! Wow, das war eine Reaktion. Okay, kein Überholen, das ist auch wichtig. Also bitte jetzt nicht anfangen, wie wild in der Parade sich gegenseitig zu überholen. Das gilt natürlich vor allem auch für die Zweiräder. Also bitte nicht anfangen, ständig euch zu überholen oder wieder zurückfallen lassen und überholen. Guckt, dass ihr eure Position in der Parade haltet. Das ist ganz, ganz wichtig für das Thema Sicherheit. Weil die Sicherheit geht natürlich absolut vor. Wir wollen ja alle hier viel Spaß haben, aber auch sicher wieder ankommen am Schluss. Es wäre großartig, wenn die Autos ein Warnblinklicht anmachen könnten. Ja, also alle Autos am besten Warnblinklicht anmachen, weil dann wissen auch alle drumherum Bescheid. Wir fahren hier in einem Autokorso und das dient natürlich auch wieder der Sicherheit. Gibt natürlich auch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit, kann also nicht schaden. Also auch bitte Warnblinklicht anmachen. Alle Fahrzeuge müssen der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Da frage ich jetzt mal, sind alle Fahrzeuge straßenverkehrsordnungskonform? Ja! Ich habe ja ein Nein gehört. Nein, dein! Du bleibst hier.
Okay, also, und bitte natürlich nicht hupen, das ist ganz, ganz wichtig, es wird nicht gehupt. Wir fahren zwischendurch einmal am Eulref-Campus vorbei. Der Eulref-Campus, der hat heute eine ganz großartige Veranstaltung, und zwar den Urban Mobility Day. Beim Urban Mobility Day, da sind wir nach der Veranstaltung. Und das Geniale ist, das Ganze ist sich sehr einfach zu merken. Wir fahren praktisch einmal durch Berlin, lasst euch einfach mal überraschen, ist eine geile Route. Und dann landen wir nachher wieder hier. Dann bitte wieder hier geordnet, alle schön hinstellen, so wie jetzt auch. Und danach gehen wir dann alle zusammen zum Urban Mobility Day. Das ist bei dem Eulref-Campus. Da mache ich noch bei der Schlussumgebung, dann nochmal, gebe ich euch nochmal ein paar Infos. So, sind jetzt noch irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas? Ist alles klar geworden? Also die Planung war mal 15 Uhr, wann wir wieder hier sind. Es wird jetzt vielleicht aber auch 15:30 Uhr, da müssen wir eben mal schauen, wie wir durchkommen. Es sind noch ein paar andere Demonstrationen, kann also mal passieren. Das ist zwischendurch auch mal passiert, dass wir mal ein bisschen langsamer werden. Vielleicht auch kurz mal zum Stehen kommen. Dann bitte alle entspannt, ja, langsamer werden, alles schön ruhig. Wir fahren nicht schneller als 20-30 km/h und bitte auch geschlossen beieinander bleiben. Also nicht jetzt irgendwie so zwei Autos dazwischen Abstand lassen. Jetzt natürlich auch nicht super dicht auffahren, aber alle schön mit einem normalen Abstand hintereinander her. Bitte nicht nebeneinander. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Ich will überholen. Falls mal zwischendurch ein verrückter Rollerfahrer auf einem orangenen Roller an euch vorbeifährt, dann ist das okay. Der hat eine absolute Ausnahmegenehmigung. Das ist nämlich mein Kameramann und der will ja ein bisschen mitfilmen, was hier alles so passiert. Also dann nicht auch auf die Idee kommen, auch irgendwie zu überholen oder sowas. Deswegen also den Rollerfahrer, den Orangen, mit der Kamera einfach vorbeilassen und der filmt dann und dann zeigt ihr euch von eurer besten Seite. So, jetzt habe ich alles Wichtige gesagt. Jetzt frage ich euch nochmal, habt ihr Bock? Ja! So, die Roller fahren vor, die Autos hinterher, deswegen jetzt bitte, das Polizeifahrzeug fährt gleich vor, danach ordnen sich jetzt als erstes alle Roller ein und dann bitte schön langsam nacheinander die Fahrzeuge hinterher. Also, wir gehen in eure Fahrzeuge, ich wünsche euch unglaublich viel Spaß und wir sehen uns danach wieder. So, die Ansprache ist gehalten und jetzt fahren wir los. Ja. Im Konvoi, alle hintereinander mit Warnblinker an, was wieder Krach macht im Auto. Und keiner darf überholen, so eine Scheiße hat man 204 PS unter der Haube und darf nicht überholen. Ist doch Blödsinn, oder? So, jetzt haben wir noch eine Reichweite von 443 Kilometer, was man gerade nicht sehen kann. Ich hatte mir die Hand davor. So, ich jetzt hier mal reingehe. Das ist der günstigste Verbrauch war 13,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben immer noch eine Reichweite vor, beziehungsweise Akkustand von 97%. Cool. Wir fahren gleich links rüber. Ja. Nein, Raumschiff Enterprise ist hier drin versteckt. Die beste Technik, die es gibt. Kannst aber auch ausschalten. Geht auch ganz ohne Geräusche. Ah ja.
und dann sofort rechts. Jetzt rechts abbiegen, dann erreichen Sie Ihr Ziel. Nein, wir finden nicht. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden.
sprechen Sie einen Befehl. Navigation Stopp. Bodenführung wird abgebrochen. Also das Fahren hier auf der E-Mobility-Parade macht ja richtig Spaß, hat aber auch einen Nachteil, bleibst du gut in der Spur. Ja, ich habe zwar jetzt hier den adaptiven Tempomaten drin, Cruise Control, Problem ist aber, er steuert hier natürlich noch nicht in der Spur, das macht er erst ab einer Geschwindigkeit von, ich glaube, 40 Stundenkilometern oder so. Schauen wir mal. Ja, er zeigt jetzt zumindest schon mal an, dass es hier Staus gibt. Scheint wohl ganz aktuell zu sein hier, dass es da einen Stau gibt. Tut mich jetzt fürchterlich, weil es könnte, der ist jetzt sogar schon weg, weil wir da gerade dran vorbeifahren, den Verkehr aufhalten. Daran könnte es liegen. Und schauen wir mal nach hinten, wie es da aussieht. Den kenne ich doch irgendwoher. Rufe mit Sonderrechten, wa? Adaptiver Tempomat ist geil. Ganze Zeit mit den adaptiven Tempomaten. Das ist total klasse, aber irgendwie hält ihr die Spur jetzt bei dem Tempo noch nicht. Mega geil. Und auf dem Display kann ich auch was sehen, aber ich glaube, das kriegt mit der Kamera nicht. Ich meine, doch, geht auch mit der Kamera. Head-Up-Display ist richtig geil. Da fährt der Florence. Cool.
Hamsterwärme eigentlich mit dem Guten. Also, was zeigt er uns hier an? Auf maximal 30 fahren. Na, wunderbar, Tempomat ist drin. Aber der aktive Spurhalteassistent ist nicht an, deswegen haben wir auch kein Lenkrad da an. Also grün leuchten. Muss der sich denn da reindrängeln? Ups, abgewürgt. Scheiße. Thank you.
So, mitten in der E-Mobility-Parade. Das Auto hält immer schön brav an und fährt sogar innerhalb von 3 Sekunden wieder von alleine los. Der andere Verkehrsteilnehmer versteht es gerade nicht. Fährt sich das Auto super. Also ich meine, jetzt fahre ich ja hier nur so Maximaltempo 30 oder sowas. Ist aber ein total super Fahren. Ich kann die Luft ein bisschen leiser machen. Es ist ein total super Fahren, aber halt wirklich auf kleiner Flamme. Weil wir können hier nur so 20, 30 Stundenkilometer schnell fahren und mehr geht gerade nicht. Ansonsten die E-Mobility-Parade ist richtig geil. Hier sind, ich weiß nicht, wie viele 100 Autos unterwegs. Das macht richtig Spaß. Und dieses Auto hier, der Kia Soul EV, ihr seht es ja, ich habe ja hier oben Platz ohne Ende. Ich sitze hier richtig super drin. Möchte man gar nicht mehr missen. Und ja, wird heute Abend wieder ein schwerer Umstieg werden auf den Volvo. Wenn man wieder selber lenken muss und sowas. Und ja, ist wirklich ein super schönes Auto. Man sitzt hier wirklich sehr gut drin. Die Sitze sind klasse. Und mich begeistert momentan am allermeisten hier der automatische Abstandstempomaten, den ihr hier gerade mal sehen könnt. Also er hat immer das Auto vor uns im Blickfeld. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich tierisch schnell Gas geben, weil das Auto weg ist. Um die Kurve funktioniert es leider noch nicht. Aber ansonsten geht es, also ups, ich könnte mal wieder Fenster aufmachen, Entschuldigung. Ja, jetzt kommen wir hier gleich zum Potsdamer Platz. Hier ist natürlich der andere Verkehr gerade ein wenig sauer, aber können wir nicht ändern. So, schön, kann Ruhe sein. Wenn die Leute sich da mal dran halten würden. Ups. Anzeige Tempomaten rausgekickt. Jetzt habe ich gerade den falschen Knopf gedrückt. Jetzt müssen wir mal gucken. Laufen Leute wieder rüber. Das ist Potsdamer Platz.
erkannt. Fahren ist nicht so gut mit dem Ding. Das kann er nicht. Also ist wirklich nur für die Stadt, für die Landstraße gedacht. Für die Stadt ist es eigentlich, naja, da kriegt er nicht immer alles mit. Dreimal so viel Polizei da wie sonst. Also wie beim letzten Mal viel mehr. Durch.
fährt ja eigentlich nie auf dem Radweg mit seinem Fahrrad. Ja, auch schon. Schon mal. Die für einen Krach machen, ey.
Letztes Mal sind wir hier rumgefahren. Ich hab jetzt da vorne nicht. Er meint, er kann sich mit seinem Prius einmogeln oder gehen. Hallo? Halli? Vielleicht mal vernünftig hinstellen? Die haben mal eine an einer Klatsche. Ey.
das denn, Leute? Wird es eine interessante Strecke, wenn wir vorne über die Oberbaumbrücke fahren?
aber wie soll man das hacken, wenn man das nicht weiß, ne? Das funktioniert hier nicht, wenn die Polizei nicht durchkommt. Ja, dann gibt es immer wieder Leute, die es nicht kapieren.
Thank you.
Nimm mal die Tür auf hier. Jetzt auch auseinanderreißen, dann funktioniert das nicht.
den kapiert es irgendwo nicht. Ja, die Fahrt ist gar nicht mal so ohne. Ziemlich anstrengend. Jetzt waren wir gerade durch Kreuzberg durch. Aber durch die ganze Rekuperation haben wir hier gerade mal, ich glaube, 4 Kilometer verfahren.
was muss er denn hier rummosern?
fahre weiter. Rechts rum. Ah, wir fahren von hinten rein. Okay. Porsche 924, wie geil ist das denn? Da kommst du ja gar nicht ran, sind da die Bahngleise dazwischen.
Nachher ist hier wieder so viel los. Hi! Na, macht Spaß? Mm-hmm.
drüben.
einfach loslatschen. Hast du einen Arsch offen, ey? Das letzte Mal, dass ich da so in der Demo-Info mitfahre. Also diese ganze Demo funktioniert nicht, wenn ihr hier andauernd Verbrenner reinlasst. Weil es ja nicht anders geht, weil...
Fahrkarte habe ich natürlich hinten im Kofferraum. Super. Da komme ich jetzt auch nicht ran.
Oliver steht da vorne. Ist Manni doch da? Schon weniger wie vorhin, ne? Da verteilen sich anders. Boah, hätte die Karte gerade mal gereicht hier. Damit
damit würde ich sagen, ist offiziell die E-Mobility Parade 2020 hiermit angekündigt. Demnächst gibt es dann weitere Infos dazu. Wir haben auch schon geile Ideen dazu, dass es alles nochmal ein bisschen entspannter macht. Dann platzt der Parkplatz ja auch nicht. Wir haben eine schöne Alternative. Okay, ich würde sagen, alle raus. Alle sind heile angekommen. Das heißt, ich glaube, wir haben richtig Eindruck gemacht. Also, wie war denn euer Eindruck, oder? Das war krass. Die Leute haben geguckt, haben ja, genau. Die Lorbeeren möchte ich mir natürlich nicht alleine einhalten. Ich habe natürlich alle mitgeholfen. Die ganz viel mitorganisiert haben. Die meisten Applaus an unser Team. Und alleine wäre das gar nicht möglich. Ich bedanke mich natürlich auch bei meinem Team, und zwar dem Jan und dem Max. Auch ganz großer Applaus. Sie an den E-Mobility Parade hören. Das ist die Unsinn, der euch noch einfällt. Also bis gleich. Tschüss. Bis nächstes Mal. Ciao.